Frau Stadtverordnetenvorsteherin, werte Kolleginnen und Kollegen, das schlagkräftigste Argument gegen seine Wahl zum Dezernenten für Mobilität hat Wolfgang Siefert selbst geliefert, und zwar in seinem vorgestern veröffentlichten FAZ-Interview. Dort sagte er im Hinblick auf die ersten Monate seiner Amtszeit, ich zitiere, die Laufrichtung bleibt dieselbe, es wird keinen Bruch geben. Zitat Ende. Um zu erkennen, was das für Frankfurt und die Menschen in unserer Stadt bedeutet, muss man nicht nur das gesamte Interview zur Kenntnis nehmen, sondern sich natürlich auch die von seinem Vorläufer im Amt eingeschlagene Richtung vor Augen führen. Mainkaisperrung, Oederweg, Kettenhofweg und Grüneburgweg lassen grüßen. Mit einem Mobilitätsdezernenten Siefert wird es also weitergehen mit rein ideologisch getriebenen Eingriffen in das Verkehrssystem, ohne dass zuvor empirisch abgesicherte Informationen über das tatsächliche Mobilitätsverhalten der Frankfurter sowie deren jeweils spezifischen Bedürfnisse ermittelt wurden. Er und seine grüne Bevormundungspartei nebst SPD, FDP und Volt wollen das Auto zwar nicht verbieten, Uwe, das ist sehr generös von euch, aber eben den Autofahrern das Leben in Frankfurt so schwer wie nur möglich machen, um sie zum Umsteigen auf andere Verkehrsträger zu zwingen. Seine Idee, dass sich infolgedessen die Situation für diejenigen verbessern würde, die dann tatsächlich Auto fahren müssen, O-Ton-Interview, ist genauso naiv wie seine Annahme, bei einem sicheren Radweg würden Radfahrer sofort aufhören, verbotswidrig den Gehweg zu nutzen. Um Letzteres zu erkennen, müsste er sich nur einmal an die Berliner Straße stellen, um zu sehen, wie viele Fahrradfahrer trotz beidseitig breit und rot angelegter Fahrradstreifen immer noch mit aller Selbstverständlichkeit über den Gehweg brausen und dort die Fußgänger gefährden. Und insbesondere in den Morgen- und Abendstunden zur Rush-Hour würde er zudem feststellen, dass diese Fahrradstreifen kaum frequentiert sind. Während sich der Autoverkehr im Stau die Berliner Straße rauf und runter quält und die Kreuzungen am Kornmarkt und der Kurt-Schumacher-Straße regelmäßig durch den künstlich erzeugten Rückstau kollabieren. Hier trifft zu, was Annette Rinn, damals noch verkehrspolitische Sprecherin der FDP und mit ihrer Fraktion in der Opposition verortet, in der Debatte der Stadtverordnetenversammlung vom 29. August 2019 hier an dieser Stelle ausführte. Ich zitiere aus dem Wortprotokoll. Ich glaube aber nicht, dass die Luft in Frankfurt besser wird, wenn die Förderung des Radverkehrs im Wesentlichen darin besteht, auf den Hauptverkehrsstraßen einfach überall eine Spur für die Autos wegzunehmen und dem Radverkehr zuzuschlagen. Ganz im Gegenteil. Ich denke, es ist naiv zu glauben, dass der Verkehr ganz von alleine im Erdboden verschwindet, wenn man einfach überall die Fahrspuren wegnimmt. Es wird daher in den meisten Fällen dazu führen, dass die Autos durch die Nebenstraßen fahren oder im Stau stehen, was sicherlich nicht der Luftverbesserung dienen wird. Zitat Ende. Das ist mit etwas mehr Worten exakt das, was ich zur versuchsweisen Sperrung des Mainkais schon im Juni 2019 angemerkt hatte. Auch hier zitiere ich aus dem Wortprotokoll. Die 20.000 Fahrzeuge täglich werden auch weiterhin ihre bisherigen Ziele ansteuern, nur eben auf anderem Wege. Das ist keine Raketenwissenschaft. Zitat Ende. Diese meine Prognose hat sich dann ja vollumfänglich bestätigt. Die Menschen in Sachsenhausen können bedauerlicherweise ein Lied davon singen. In Wirklichkeit machen sie nämlich nicht Politik gegen das Auto, sondern gegen die Menschen, die in unserer Stadt leben und arbeiten, und gegen die Wirtschaft, insbesondere gegen den Einzelhandel, der durch Strukturwandel und Corona ohnehin schon massiv gebeutelt ist. Dazu gehört auch die von Ihnen initiierte gezielte Parkplatzvernichtung, die mancherorts, wie etwa in der Braubachstraße gegenüber dem MMK oder jetzt auch im Oederweg, die Intelligenz eines jeden Frankfurters beleidigt. Die Folgen auch hier die gleichen wie bei der von Ihnen vorgenommenen Umverteilung des Straßenraums. Mit zunehmendem Parksuchverkehr gehen eine höhere Abgasbelastung, mehr Lärm und Luftverschmutzung einher. Also genau das Gegenteil, was Sie vorgeblich mit der von Ihnen propagierten Parkraumbewirtschaftung im Sinne des Luftreinhalteplans erreichen wollen. Statt der rein ideologisch motivierten, analogen Dekarbonisierungsstrategie einer Fahrradstadt Frankfurt, die übrigens die CDU in der alten Koalition mitgetragen und mitverabschiedet hat, brauchen wir endlich eine integrierte Verkehrsplanung, die den Mobilitätsbedürfnissen aller
Menschen in unserer Stadt von Anwohnern, Beschäftigten und des Wirtschaftsverkehrs gleichermaßen gerecht wird und auf verkehrsträgerübergreifenden Konzepten beruht. Dies jedoch ist von einem grünen Dezernenten, egal wie er heißen mag, nicht zu erwarten. Wolfgang Siefert hat seine Laufrichtung ja schon angekündigt. Seine Wahl zum Mobilitätsdezernenten lehnt die BFF-BIG-Fraktion daher selbstverständlich ab. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.